Die Sammlung Pferde wurde erweitert. Ja, mein Prime Loot ist angekommen. Da ist es. Neues Pferdchen. Gildenregel. Wenn ihr nicht rennen könnt, könnt ihr nicht mithalten. Alle, die nicht mithalten können, von ihr Schuppe, will sowas. Ich? Ich will sowas? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sowas sogar schon. So ein Schuppenpony. Nee, Maskottchenpony? Das ist das Ding in Blau? Und dann habe ich das Ding jetzt in Lila? Düse. Ah nee, ein Sporenpony. Ich habe ein Sporenpony. Kein Schuppen, sondern Sporenpony. Das ist noch schlimmer. An Kronenkisten. Wohlan und viel zwei Glück Stück. Euch. Das Tempo? Helle Mond. Hey, extra Karte. Einfach atemberaubend. Ui, ein Begleiter, wie geil. Hey, ich hab Frisches. Ein Kartwasten-Silbereber. Geil, Frisches. Was? Seid ihr bereit, natürlich, kein Extra-Belohnungen zu offenbaren? Hm. Oh, oh je, na gut, okay, wer hat Punkte eingetauscht? Diese Edelsteine ja. An. Sehr ansehnlich. Ja, die Sternverwertung. Kann ich alles verwerten? Verwerte ich auch einfach mal. Haltet eure Knie oben und atmet. Ihr könnt die Dämmer nicht bekämpfen, wenn ihr gut seid. Mögen helle Monde euren Pfad erhellen. Erscheinungen wurden aktualisiert. Ach du grüne Neune. Wie sehe ich denn jetzt aus? Oi. Oh. Okay, wir machen das weg. Ist ja furchtbar. Exotisch. Kartwastenschwein. Nein! Und der heißt Schnuffel. Das nennen wir aber Frisches. So. No, ist Frisches nicht süß? Der wird mich hassen. Das werde ich doppelt und dreifach zurückkriegen. Bewegung. Ach, das ist so ein komischer scheiß Gürtel. Na egal. Toll. Wow. Hier ist schick. Okay, also mein Prime Loot ist angekommen. Jo. Hier habe ich jetzt allerdings kein Plus-Account mehr. Das heißt, ich muss tatsächlich auf mein Inventar ein bisschen aufpassen heute. Aber es geht ja Gott sei Dank noch. Das ist so ein cooles Pet. Falls mich einer fragt, wo wir stehen geblieben sind, ich habe keine Ahnung. Erfüllt. Göttlich, haben wir das schon erfüllt? Lebend. Okay, hier habe ich nichts mehr mit göttlich oder nirgend geschliffen. Das heißt... Eigenschaften lernen. 12 Stunden.
Prost, Mahlzeit. Schlossen. Nee, hier ist auch nichts. Sechs Stunden. Verwerten kann ich nichts. Das ist gut. Nicht. Verwerten kann ich nichts. Ja, das ist gut. Nicht. Hab die 100k Kanalpunkte geknackt. GZ? GZ? Muss ich hier nochmal gucken. Verwerten. Ja. Warum habe ich das? Könnte ich verwerten, aber nein. Noch verwerte ich nicht. So, wo sind wir denn eigentlich? Wenn ihr nicht rennen könnt, könnt ihr nicht. Ah, bis auf drei Bücher haben wir hier alles. Eltra und Detra, Bohesias Prüfung und Ballade von Erstzeit fehlt. Muss ich alles noch suchen, die drei Dinger. Von alles noch suchen. Okay. Questlog. Hauptgeschichte habe ich bestimmt nicht weitergemacht. Stufe 26. Ja, damit lassen wir ja sowieso Zeit jetzt. In der Geschichte lassen wir uns ja Zeit. Wie viel haben wir denn davon schon? Hauptgeschichte. Hallo Markus. Ja, auch einen wunderschönen Tag. Haltet eure Knie oben und atmet. Ihr könnt die Daedra nicht bekämpfen, wenn ihr tot seid. Ja, es geht. Geht. Ja, ich lasse mir mit der Hauptgeschichte Zeit. Wir spielen erstmal die ganzen Gebiete durch. Geiles Pferd. War aber dumm gerade. Ich muss woanders hin. Wir müssen Gradwald. Ich glaube, da musste ich irgendwo hin. Da waren wir zum Stehen geblieben. Geweckt und gesagt, dass du live bist. Ah, okay. Da hast du aber lang geschlafen. Ich sehe da, wer sich eingeloggt hat. Sucht Sorion in den in der Sanftwindhütte. Okay. Dann laufen wir mal. Ach, nö. Ich kann doch einfach auf dem Weg laufen. Ja, vielleicht sinnvoller. Ah, jedenfalls verpasst. Nicht wirklich. Glaube ich. Wunderbar. Dachte, ich würde hier bis in alle Ewigkeit plaudern. Verdammte Würmchen haben nur Augen für die Lehren. Nun gut. Schnallt mich an euren Gürtel und wir können beginnen. Keine Zeit zu verlieren. Wovon redet ihr da? Und wie könnt ihr sprechen ohne Körper? Wie könnt ihr atmen? Ihr macht es einfach, ohne zu viel darüber nachzudenken. So ist das auch mit mir und dem Reden. Oder dem Wurmkultisten und dem Ausgraben von Knochen.
Hatten wir nicht neulich das Thema mit dem Kopf und dem gehören, Körper? Die Würmchen haben einfach mit dem Erschaffen von Skeletten begonnen. Da. Da. Kopf. Ohne Körper. Bekommt man eine Nachricht, wenn du da bist? Oder wo ist das? Für gewöhnlich bekommst du hier unten, da wo meine Kamera natürlich gerade vor ist. Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Kann ich die Kamera ganz kurz ausmachen? Okay, ich weiß gerade nicht wo. Hier unten in deinem Nachrichtenfenster, da müsstest du dann bei Benachrichtigung, also, oder du drückst einfach auf N. Wenn du auf N drückst, dann kommst du sofort in dein Nachrichtenfenster. Dann müsste da stehen, dass du was bekommen hast. Ich kann einmal, oder? N. Ja, bei Benachrichtigung. Da müsste dann irgendwas drinstehen. Und eigentlich auch dann der Name des Objekts. Ich war gerade nur, dass sie bei deinem Stream war. Ja, war sie. War gestern kurz da. Jetzt bin ich bei Hilfen angekommen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ach, da. Ich habe irgendwas anderes gedrückt. Da gibt's Hilfen. Zugriff auf. Ah ja. Hier erfahre ich sogar, wie ich die Sachen kriege. Es stimmt ja, ich habe ja jetzt gerade kein. Das heißt, ich könnte die Seasog gar nicht spielen. Ha! Irgendwas Schlimmes. Nein. Sollte irgendwas Schlimmes gewesen sein? Müsste ich dann mal. Ich muss mir unbedingt mal die DCs kaufen. Ja, 3, ja, 2 Season-Drachen. Ich habe ja eigentlich schon einiges, ne? Oh Gott, Morrowind ist halt mittlerweile. So, das gratis, das, was ich bräuchte, ist halt einfach nicht gratis. Ich spare einfach erstmal auf. Ja, 2. Brauche ich 3500 Kronen. Wie teuer sind 3500 Kronen? Wahrscheinlich 20 Euro. Wenn ich mir das kaufen würde. Sogar teurer. Das wären 28 Euro. Ja, gut. Wenn ich mir das Monatsabo irgendwann mal leisten kann. Okay. Ich bin gestern eingeschlafen. Und da habe ich gehört, sie ist richtig und sagt es seiner Lieblingsstreamerin. Okay. Okay. Ja. Sie hat erzählt, dass du im Bett liegst, ja. Frei. Woher habe ich einen Titel? Ich erfahre immer mehr Sachen. In den verschiedenen Instanzen der Welt. No. Müssen wir uns nicht sehen, wenn ich dich in die Gruppe einlade? Müsste das nicht gehen? Nee. Ja, nein, ja, nein. Okay, du kannst auf jeden Fall zu mir reisen. Das ist also schon mal gut. Frage ist jetzt. Warte, okay, warte, ich reite einmal kurz. Komm mal entgegen. Haha! Hi. Hi, Kitty.
weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Ich bin schon wieder komplett... Ich bin komplett raus. Aber die Rüstung sieht geil aus, beziehungsweise das Schild. Das Schild ist richtig geil. Hab ich eigentlich... Sammlungen? Doch, Aussehen habe ich ja. Ja, die Kostüme. Ja, ja, ich hab ja. Ich hätte ja. Was hatte ich jetzt aus? Oder? Nur nichts, was ich haben will. Habe ich von meiner Gilde bekommen. Oh, voll cool. Ich habe halt einfach nichts Tolles. Das ist bei mir mein Problem. Ich habe einfach nichts Tolles. Dann laufe ich erstmal mit meiner Nomaden. Das ist so krumm. Grüße zurück. Ein Hallo zurück. Ich will auch sowas haben. Wunderbar. So. Dachte ich würde. Okay, das hatten wir. Ihr macht es einfach, ohne zu viel darüber nachzudenken. So ist das auch mit mir und dem Reden. Oder dem Wurmkultisten und dem Ausgraben von Knochen. Sie haben nicht einmal nachgefragt, ob sie vielleicht jemandem gehören, oder? Die Würmchen haben einfach mit dem Erschaffen von Skeletten begonnen. Der Wurmkult erschafft hier Untote. Ja. Teile ist das so? Von mir sind überall verstreut. Ein recht befremdliches Gefühl. Ich bin wahrscheinlich nicht das erste Skelett, das ihr wieder zusammensetzen müsst, und ich bezweifle auch stark, dass ich das letzte sein werde. Aber sobald ich wieder laufen kann, können wir herausfinden, was die Würmchen mit dem Knochengarten vorhaben. Abgemacht. Mhm. Ja, cool, machen wir was zu essen. Mach das, Markus. Lass es dir schmecken. Gestern habe ich tatsächlich schon. In Ordnung, ich werde eure Knochen vom Wurm kurz zurückholen. Eine wunderbare Aussicht hat man von hier oben nicht. Ich meine die Landschaft. Nicht, dass ihr auf Ideen kommt. Ich frage mich gerade, wo ich den Schädel habe. Gut, lasst uns den Rest von mir suchen. Versucht es in den Lagern der Würmchen oder haut auf ein paar Skelette ein, bis meine Teile rausfallen. Krieg ich hin. Aua. Nein. Ach Mist. Ach komm schon. Ich habe immer schon wieder vergessen, wie ich skillen muss. Elle, Fingerknochen, Oberarmknochen, Rippen, Schulterblatt, Speiche. Ihr kleine Schwachköpfe. In jedem Skelett hier könnte ein Teil von mir stecken. Aha. Ich verstehe. Irgendwie verstehe ich. Brustbein, Schlüsselbein, Wirbel. Wartet. Mein Oberschenkelknochen ist nach links gekrümmt. Macht weiter. Das klingt so seltsam. Mein Oberschenkelknochen ist nach links gekrümmt. Du, what? Oh Gott, ey. Hilfe. Wie brauche ich von dem? Ich bin einfach zu zweideutig. Ich bin ein zu zweideutiger Mensch. Ich bin einfach zu zweideutig. Mein Becken ist schmutzig. Was haben die Würmchen damit angestellt? Es als Schaufel benutzt? Ich habe Fragen. Müsste ja nicht langsam zusammengesetzt sein, oder wie viele Knochen hat er? Ah! Das ist das letzte Teil. Schnell jetzt. Legt meine Teile auf den Boden, dann setze ich mich wieder zusammen. Hm, okay. Ihr habt keine Ahnung, wie gut sich das anfühlt. Nein. Wieder ganz zu sein. Auf meinen eigenen zwei Beinen zu gehen.
überhaupt Beine zu haben. Was kommt als nächstes? Als nächstes? Ah, ihr meint die Würmchen. Wir können sie hier nicht bleiben lassen, damit sie Knochen ausgraben, die dann noch mehr Knochen ausgraben. Wisst ihr, warum sie hier graben? Keine Ahnung. Das werden wir wohl untersuchen müssen, nicht wahr? Das ist genau unser Ding. Überall sind Untersuchungen anzustellen. Ihre größte Grabungsstätte ist ganz in der Nähe. Sie ist wirklich kaum zu verfehlen, falls ihr nicht zu der Sorte gehört, die Löcher im Boden übersieht. Na gut, dann mal los. Ihr stürmt los wie Fildenir, die Bluttrunkene, was? Erwartet nur nicht, dass ich euch zur Hand gehe. Vielleicht reicht euch auch eine Rippe. Zeigt mit ihr auf ein Würmchenskelett und ich lasse es dann an eurer Seite kämpfen. Nein, das ist wirklich gar kein Problem. Ihr könnt mir später danken. Vorwärts zur Ausgrabungsstätte. Okay. Ausgrabungsstätte, also einmal auf die andere Seite des ganzen Dings. Irgendwo dahinter ist das so eine Kriegsstätte. Eieieiei. Huch. Ich kann vielleicht morgen oder Abend in FF um dich in FF 14. Meine Schwester, das hat meine PS4. Ah, okay. Ja, ich, morgen bin ich, glaube ich, nicht im Final online. Weil morgen kommt der Last Day-Spiel. Aber nach ESO spielen wir Final. Da würden wir Final spielen. Jetzt spielen wir erstmal 4 Stunden ESO. Goradir, was haben sie getan? Was haben sie mit wem? Achso. Wonach sieht es denn aus? Sie haben mein Grab ausgehoben. Was? Warum? Sie hörten nicht auf, Fragen über die Wurzeln zu stellen. Die Wurzeln? Weshalb sollten sie sich für die... Oh nein! Habe ihnen gesagt, dass das nur... Noch nicht. Gibt. Aber noch nicht. Sie auf mich gehört? Mach ich gleich. Sind die wenn's okay ist. Warenzweig gegangen? Schreibe ich dir gleich. Hey Freundin, hört mal, wir haben ein Problem. Huch. Ach, so stehe ich auf. Ihr seid die Freundin von Bringut, richtig? Ich habe ihn wieder zusammengesetzt. Weberin Amariel wird sich darüber nicht freuen. Weberin Amariel? Sie ist sehr schlau. Mit einem guten Sinn für Humor. Und sie hat keinerlei Geduld mit dem Schabernack, den Dringut immer treibt. Vor Jahren schon hatte sie genug davon. Also hat sie ihn auseinandergenommen. Und seine Teile über den Knochengarten verteilt. Ich musste so lachen, dass mir die Bahre verrutscht ist. So. Was könnt ihr mir über Dringut erzählen? Die meisten von uns wollen in unseren eigenen Knochen schlafen. Aber Dringut hat sich die von einem lange dahin geschiedenen Elfen ausgeliehen. Er war schon immer so ruhelos, selbst als er noch lebte. Wo sind seine ursprünglichen Knochen? Die wahren Knochen von Dringut sind mit den Wurzeln des Barenzweigs verwachsen. Manche sagen, sie wären die Ältesten im ganzen Garten.
Pass auf ihn auf, ja. Seine Sorglosigkeit merkt oft an den anderen, die hier begraben sind. Alles klar, Kitty. Wer seid ihr? Müde. So müde. Was? Was wart ihr, bevor ihr gestorben seid? Das ist keine Antwort. Das ist keine Antwort. Ich frage, was? Und ihr seid die Freunde. Nicht du. Ringo. Nein, nicht du. Alter. Junge. Die Würmchen müssen wegen dem hier sein, was unter dem Warenzweig ist. Mit genügend kleinen Skeletten können sie die Großen ausgraben. Ich wusste, ich hätte nichts zu Eduin sagen sollen. Wer? Was habt ihr ihm gesagt? Der Anführer der Würmchen. Ich habe ihm gesagt, dass ihm die großen Knochen im Boden nichts nutzen werden, weil der Barenzweig ja dafür sorgt, dass sie weiterschlafen. Aber wenn er die Wurzeln des Barenzweigs ausgräbt, dann stirbt der Baum. Und er kann seine riesigen Würmchenskelette erschaffen und sie durch die Gegend stapfen lassen. Wie können wir ihn aufhalten? Es gibt andere, wie Goradir, die unter dem Barenzweig schlafen. Wenn sie wüssten, was die Würmchen wollen, dann würden sie helfen. Aber wir kommen dort nicht ohne die Hilfe von Weberin Amariel hin. Und sie ist nicht gerade begeistert von mir. Wo können wir Weberin Amariel finden? Sie ist oben auf dem Kamm, der den Knochengarten überblickt. Vielleicht sollte ich euch lieber alleine zu ihr gehen lassen. Nein, das ist lächerlich. Ich bin sicher, dass sie sich freuen wird, mich zu sehen. Aber nur um der Vorsicht willen, werde ich euch das Reden überlassen. Ich habe mich gerade gewundert, wo meine Punkte sind. Und dann ist mir wieder eingefallen. Ja, du hast gestern gut Punkte ausgegeben. Hey, soll ich auf Kitty warten? Nein, kein Pferd. Ich wollte kein Pferd. Gilden suchen. Nein, ich brauche keine Gilde. Gruppe. Ach ja, wo ich Kämpfer bin. Und Kittys Verteidiger. 10.000. Ja, 10.000. Und sind dann für humanoide Widersacher. Bitte zwei Spieler ins Büro, die stillt ein Gegenstand aus dem Feld schlauer. Ich müsste. Fertigt 5 Gegenstände an einem Alchemietisch. Stellt 15 Gegenstände aus der. Es stellt 15 Gegenstände aus der Umgebung. Wöchentlich besiegt 250 Widersacher mit Waffenfähigkeiten. Schließt sie im Quest für Bruma in Cirodi ab. Okay, Angebot für Bestrebung. Ah, Alter. Okay, das Viech wäre einfach geil. Ich habe gerade mein 715. Basis. Ausdauer. Tempo. Ah. Nein, nicht Grundkissen. Möge das Glück auf eurer Seite sein, meine. Auf Wiedersehen, nein. Meine Freundin. Ja. Und die Sachen hätte ich immer noch gerne. Pferdchen hat was. Wölfchen hat auch was. Ah, das sind jetzt die 3 Tage verbleibend. Ja, wie soll man das schaffen? Alter. Och, die wären geil, die Viecher. Die wären einfach nur geil. Bei dir, die beiden sehen sich halt einfach so von ähnlich, bis auf die Zähne vorne. Fluch der Tod. Könnten die nicht wenigstens günstiger werden, die Dinger?
Legendär. Hey, es könnte fast ein Panda oder sowas sein. Auch nur fast. Tua-Dachbär. No, der wäre auch geil. Das hast du schon. Nee, ist tatsächlich unmöglich. Weil innerhalb von 3 Tagen du kriegst durch die Bestrebungen nur jeweils 15. Das heißt, das bei 3. Also das zusammenrechnen und dann bei 3. Und das hier mit 220. Ich brauche dafür mindestens 3000 noch. Das, nein. Nein. Irgendwann, wenn sie wiederkommen, können wir noch nicht mal die 1000er leisten. Gründlich lesen. Ja. Irgendwann. Was habe ich eigentlich für Rüstung? Ah, mittlere Rüstung. Geil. Nur einmal pro Tag. Also die täglichen Sachen einmal pro Tag und das wöchentliche einmal in der Woche. Und da, von den täglichen immer 3, von dem wöchentlichen immer nur 1. Also, ist leider nicht möglich. Ist leider nicht möglich. Dafür hätte ich öfters ESO spielen müssen. Aber durch Urlaub und so etwas schwierig. Aber jetzt gibt es ja wieder öfters ESO. Wahrscheinlich. Aua. Hab ich nicht aufgepasst. Hi. Ey, ich hab doch geblockt. Ah, ja, stimmt. Oder wird es schon gemein? Auch gut, hier rum. Das stimmt. Über die eine Woche Urlaub war ich auch sehr froh. Es hätte ruhig länger sein können, aber ich kann nicht alles haben. Oh je. Yeah. Oh. Juhu! Mittel? Zweihändig, ja. Ich will aber nur ein zweihändiges Schwert haben. Weberin Amariel, wir brauchen eure Hilfe. Es handelt sich um einen Notfall. Oh, Dringot, wer hat euch denn wieder zusammengesetzt? Haben wir euch diese Wurmkultisten zu verdanken? Aber nein, nun nicht so ganz. Meine Freundin soll es euch erzählen. Hey. Warum habt ihr zugelassen, dass Dringot euch dazu überredet? Wisst ihr, wie viel Ärger er in den Knochengarten gebracht hat? Entschuldigt. Allein seine Gegenwart verschlimmert meine Manieren. Was braucht ihr? Wurmkultisten haben den Knochengarten übernommen. Ja, ihr Anführer Etruin hat vage Drohungen ausgesprochen, Etruin. Ich dürfte nicht länger bleiben. Er versucht, die alten Knochen unter dem Barenzweig auszugraben. Aber es ist unmöglich, dass er das schafft, bevor Eldenwurz eine Patrouille schickt. Also bleibe ich, wo ich bin.
Okay. Sie haben bereits Goradir freigelegt. Freigelegt? Ja. Aber das würde doch Wochen dauern. Nein. Wie haben Sie das so schnell geschafft? Ja. Sie erheben eine Armee von Skeletten. Warum? Diese alten Knochen sind doch wertlos für Sie. Der Barenzweig behütet Sie vor Nekromantie. Aber wenn es Ihnen gelingt, die Wurzeln des Barenzweigs auszugraben... Oh nein. Sie haben vor, die alten Knochen in eine Armee zu verwandeln. Wir müssen die alten Knochen aufwecken, bevor der Wurmkult das tut. Hier, das ist Nirinans Horn. Geht unter den Barenzweig und lasst vor dem Tor das Horn erklingen. Das ist der einzige Weg hinein. Es sei denn, ihr wollt dem Wurmkult beim Graben helfen. Und lasst Dringot nicht mit dem Horn davonschleichen. Ich finde das halt dunkel, wenn ich mein Liebling zuschauen kann. Ja gut, das kann auch Erholung sein. Das stimmt. Hingegen Kitty schon an unserer Stelle. Hi. Komm zurück, Kitty. Ich hätte extra noch ein bisschen gewartet. Damit ich nicht ganz so weit vor bin. Da hinten irgendwo. Oh, scheiße. Kommst du mir nicht. Apropos, ich kann mal gucken. Habe ich noch Verbrauchsgüter? Oh ne, das ist ein Elixier, das ist kein Gift. Vorwärts! Stärkungsmittel habe ich. Hier ist einmal ein Gift. Aber leider keine Lernröhren mehr. Schade. Schade, schade. Hi. Sie befinden sich bereits im Innern. Dann hinein ins Innere. Servus. Okay, den Lederhelm kann er behalten. Wie fast aus wie FF. Nee. Also dazwischen liegen tatsächlich. Na, Welten würde ich jetzt nicht sagen, aber. Dazwischen liegt ein bisschen was. Wer stört das Herz des Barenzweigs? Das hier ist halt eher realistisch, finde ich. Ihr müsst uns hier Final lassen. Ist halt. Dringot. Na gut, Anime wäre jetzt was auch nicht ganz so richtig, hier? Aber. Und wer begleitet euch? Japanisch angehaucht. Und weshalb befinden sich Eindringlinge im Wurzelwerk des Barenzweigs? Dringot, was habt ihr nur getan? Oh. Nichts. Ich versuche zu helfen. Schon ein paar Ähnlichkeiten gibt's, ja. Ein paar. Aber nicht viele. Gut für euch. Mhm.